Er arbeitet mit Holz und baut damit Dachstühle, Holzhäuser, Hallen und vieles mehr. Der Zimmerer. Ausgebildet unter anderem bei Obermeier Holzkonstruktionen in Schwanenstadt. Wünschenswert ist handwerkliches Geschick, Interesse und Freude an der Arbeit mit Holz. Und was noch geschickt wäre, ist, wenn er ein räumliches Vorstellungsvermögen hat und gewisse mathematische Kenntnisse. Die CAD-Planung am Computer übernehmen bei Obermeier ausschließlich Zimmerer, die sich weitergebildet haben. Nachdem das Holz abgebunden, das heißt zugeschnitten, gefräst, gebohrt oder gehobelt wurde, werden daraus sehr häufig Fertigteile wie Wände, Decken oder auch Dachelemente. Einzelne Hölzer wiederum werden auf der Baustelle zu einem Dachstuhl zusammengebaut. Mich hat eigentlich seit klein auf immer der Rohstoff Holz interessiert. Oder die Zimmerei, also der Onkel ist auch Zimmerer. Und ja, ich habe daheim schon viel gemacht aus Holz. Und das war von Anfang an mein Beruf. Die Lehrzeit beträgt 3 Jahre, inklusive 3x10 Wochen Berufsschule in Linz. Auch die Lehre mit Matura ist möglich. Zimmerer, also ein Beruf mit Perspektive. Es wird immer mehr mit Holz gebaut. Holz wächst in unseren Wäldern, ist ökologisch und nachhaltig. Deswegen wollen einfach immer mehr Leute in Häusern aus Holz wohnen und in Bürogebäuden und Hallen aus Holz arbeiten. Innovative Holzbaulösungen haben Obermeier Holzkonstruktionen zu einem österreichweit anerkannten und vielfach ausgezeichneten Ingenieur-Holzbauunternehmen gemacht.